beizubehalten. Es sind weniger Aussteller da, dafür gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Aber ich habe das neulich auf der Fischmesse auch gesagt, es waren weniger Besucher da, dafür aber hochkarätiger. Das heißt, nicht nur gucken, sondern eben halt auch Geschäfte machen. Und wir haben es eben im Moment, wenn wir sagen, Einzelhandel oder auch Bau oder Handwerk allgemein, hat wirklich goldenen Boden eben zurzeit. Und ich glaube, es gibt viele Betriebe, die zurzeit auch andere Aufgaben wahrnehmen müssen, als sich eben hier zu beteiligen. Jedenfalls ist mir das so signalisiert worden von verschiedenen Betrieben, dass sie eben aufgrund der Auftragslage nicht in der Lage sind, personell das eben hier auch weiter zu verstärken. Sie wünschen aber der Koksbau 2014 weiterhin viel Erfolg. Wir haben die Koksbau 2014 das letzte Mal unter der Verantwortung von Gerhard Schlichting, der immerhin, wo ist er denn? Der Erfinder der ersten Koksbau gewesen ist. Die fand allerdings noch in der Hermann-Almers-Halle statt im Jahr 1990. Und ich bin ihm ehrlich gesagt sehr dankbar, dass wir das also so mit seinem Team hier so zum Erfolg geführt hat, weil das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Aber auf jeden Fall freue ich mich also ganz besonders, das sage ich mal in Richtung von Frau Arbeiter, tragen wir das so weiter in die Kreishandwerkerschaft, dass das Handwerk immer so zu dieser Sache eben einfach auch steht. Denn wo hat man sonst die Möglichkeit, wie zum Beispiel auch von der EWE über neue Speichertechniken, sich dann eben einfach auch hier informieren zu lassen. Das ist also wirklich eine ganz tolle Angelegenheit. Bereichert eben halt um andere, ich habe vorhin diese Liegen da gesehen, habe ich mir gedacht, da würde ich jetzt am liebsten gleich mal hinlegen, statt also jetzt bis heute gleich wieder rauszugehen, telefonieren und heute Abend noch einen Vortrag in Kahnberge zu halten. Aber auch so etwas kann man sich ja zumindest mal angucken, auch wenn man da nicht drauf liegen kann. Ich wünsche der Koksbau 2014 viel Erfolg, ein interessiertes Publikum, das sich zur Verfügung stellt und sich eben halt für die Produkte eben einfach auch wirklich interessiert. Das ist gebeten.